Der Museumsgründer Ludwig Leiner war ein vielfach begabter, unendlich fleißiger Mensch. Er liebte es, mit seiner Botanisiertrommel durch die Landschaft zu streifen, Pflanzen, Tiere und Versteinerungen zu sammeln. Ebenso gerne saß er nächtelang an seinem kleinen Sekretär und klassifizierte diese Funde. Daneben zeichnete Leiner begabt mit Tusche und Rohrfeder, schrieb in seiner winzigen Handschrift seitenlange Eingaben an den Stadtrat, verfasste Aufsätze und Buchmanuskripte und führte eine ausgedehnte Korrespondenz mit Wissenschaftlern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seiner Frau Thekla war er, soweit wir wissen, ein fürsorglicher Ehemann, seinen vier Kindern ein umsichtiger, aber alles dominierender Vater. Die Pedanterie dieses überpräsenten Kümmerers stand im Kontrast zur häufigen Abwesenheit des Ehemanns und Vaters. Auf seltenen Gruppenfotos mit der Familie scheint es so, als ob Ludwig mit abwesendem Blick in eine weite Ferne blickt, wo neue Aufgaben auf ihn warteten. Sein Sekretär, der Lesestuhl des universalgebildeten Forschers sowie zahlreiche seiner Arbeitsutensilien haben seit seinem Tod 1901 über ein Jahrhundert lang in seinem Wohnsitz Mahlhaus die Zeit überdauert. Hier werden sie erstmals öffentlich präsentiert. Das Schreibkabinett sowie eine Vielzahl weiterer Exponate sind seit dem 2. Juli 2020 in der Ausstellung Schätze des Südens – Kunst aus 1000 Jahren – 150 Jahre Rosgartenmuseum zu sehen. Die Sonderausstellung wird bis 11. April 2021 im Rosgartenmuseum gezeigt.